von Aspern Seestadt Publik ist, ein Stück weit Stadt auszuprobieren und die Leute mit einzubeziehen in das Stadtwerden dieses Stadtteils, der hier geplant wird, noch bevor die ersten Gebäude hier stehen. Und den Leuten die Möglichkeit geben, den Ort kennenzulernen und auch diesen Raum, den es hier gibt, zu nutzen für Dinge wie Kultur. Es ist eigentlich eine Impulsnutzung, könnte man sagen, die Prozesse gestaltet wie Identitätsfindung, die eigentlich sich auseinandersetzt mit dem, was ist, mit allen Prozessen und mit allen Leuten, die in diese Prozesse involviert sind. Wir haben uns im letzten Jahr formiert und haben begonnen, an diesem Projekt zu arbeiten. Die konkrete Umsetzung hat im Mai dann begonnen, da sind die ersten Container hingekommen. Da haben wir eigentlich so eine räumliche Struktur zu schaffen begonnen, die dann in mehreren Phasen entwickelt wurde. Dass sich die Menschen für so etwas interessieren. Warum ist es wichtig, dass sie hierher kommen und hier etwas machen? Wo zukünftig eine Stadt entsteht? Naja, es ist wichtig, damit diese Stadt nicht nur eine Hülle wird, eine leere Hülle, sondern die Stadt ist ja gefüllt mit einer Unzahl von Prozessen und mit sehr komplexen Situationen. Und ich glaube, dass ein Leben vorher einfach diese Stadt schon simulieren kann, Auseinandersetzungen aufzeigen kann, Ausdrucksmöglichkeiten bieten kann. Die vielleicht auch schon noch während dieser Prozess stattfindet, dass diese Stadt hier wird, auch einen Einfluss darauf nehmen kann. Das ist ein Prozess, der über viele, viele Jahre gehen wird. Es ist uns auch wichtig, dass man das ein bisschen anders denkt und nicht irgendetwas hinstellt und nachher kommt die Kultur oder die Kunst zur Behübschung oder Unterhaltung, sondern dass man bei diesem Prozess, es wird eine Stadt entstehen, schon all diese Dinge mitdenkt und die schon von vornherein dabei sind. Vielleicht sogar schon bevor die Stadt da ist. Gibt es so ähnliche Projekte auch in anderen Städten oder habt ihr Vorbilder von anderen Regionen? Ich glaube, dass dieses Projekt ziemlich einzigartig ist. Es gibt zwar Projekte, die sich mit Rebranding von Stadtteilen auseinandersetzen. Zum Beispiel Hamburg ist sehr bekannt geworden. Aber hier ist ja tatsächlich ist nichts Unmittelbares, das mit lebendigen Strukturen erfüllt war. Das hier war wirklich nichts, ja, als wir hergekommen sind. Eine Stadtbrache in dem Fall. Naja, es ist im Grunde genommen ein Gelände gewesen, wo die Leute spazieren gingen über die Jahre. Und hier wurde ja mit Einstellung des Flugbetriebes 1977 gab es nur mehr so marginale Nutzungen. Es war ein Übungsgelände, wo die Leute Autofahren gelernt haben. Früher wurden Autorennen veranstaltet, aber dann ist es so ein bisschen in einen Dornröschenschlaf verfallen. Es ist unterschiedlich, ja. Auch wenn man sagt, bei den Wienerinnen oder die Wienerinnen, ich glaube, für viele Wiener ist das, was jenseits der Donau ist, schon fast außerhalb von Wien. Dann gibt es natürlich hier sehr viele Anwohner. Die Anwohner kommen unterschiedlich oft hierher. Es ist nicht ganz einfach, mit denen in
Kontakt zu treten. Ich glaube, dass für sehr viele, die direkt Anwohner sind, das im Moment auch ein bisschen was Bedrohliches hat. Zum einen nimmt es ihnen Grünraum weg. Viele fürchten auch, dass es ihnen die Ruhe wegnimmt. Und insofern ist es eigentlich eine ziemliche Herausforderung, auch eine Sprache zu finden. Ich glaube, das ist, es ist schwierig, die Leute anzusprechen, es ist schwierig, den Kontakt pflegen zu können und auch zu schauen, dass sich was weiterentwickelt. Es gibt aber immer wieder so einzelne Momente und es kommen Einzelne, die sich interessieren. Es kommen jetzt auch... Die sich auch einbringen. Ja. Zum Beispiel, es gibt mittlerweile 7 Familien, die ihren eigenen Garten hier angelegt haben. Nebst dem Garten, der Gartenpolylog und die Urban Gardening Werkstatt, den auch der Gartenpolylog angelegt hat. Und so Dinge passieren immer wieder und wir sehen das als einen Prozess und der kann auch nicht so schnell gehen. So wie eine Stadt auch nicht innerhalb von 2 Jahren entsteht und da ist und dann ist es Stadt. Deswegen glauben wir, dass es diesen Prozess braucht und den muss man langsam starten und in Gang bringen. Ja. Unterschiedliche Gruppierungen. Es gibt jetzt so Anrainergruppierungen, die sich gemeldet haben, die sind interessiert, mit uns zusammenzuarbeiten. Die wollen selber so kleine Veranstaltungen machen. Es gibt die Idee, dass daraus von Anrainerbetrieben vielleicht im nächsten Jahr so ein Sommerkino herauskommt. Es gibt hier mehrere jugendliche Gruppierungen, die ist vielleicht fast zu viel gesagt, die so lose zusammenhängen und die sind sehr interessiert, dass eben mit Fahrrädern was gemacht wird, so ein Skatepark oder so. Und da wird es im nächsten Jahr sicher Möglichkeiten geben. Und so hoffen wir auch, dass wir einfach die Bande enger knüpfen. Und wir haben ja versucht auch erstmal diesen Möglichkeitsraum hier aufzumachen. Hier war ja so etwas vorher überhaupt nicht und auch gar nicht denkbar für die Menschen. Und das ist ja ein langsamer Prozess, bis die Leute lernen, aha, da gibt es einen Raum und dann ganz langsam sich einmal darauf zu bewegen und schauen und sich dann involvieren, vielleicht auch eigene Ideen einbringen. Ist hier unten, ganz unten links, neben dem Stecker einschalten. Wir haben schon die Absicht, also dass die Prozesse, die wir hier initiieren, dass die sich weiterentwickeln. In welcher Form, das wird man sehen, aber es wäre natürlich toll und es ist sicher ein Ziel, dass ein Teil von dem, was hier erarbeitet und erlebt wird, in diese Stadt sich einschreibt. Dass es mitwächst, dass etwas anwächst, was dann auch in der Stadt einen Platz hat.